Willkommen zu Part 50 von Let's Play Splatoon Online. Das wird ein richtig besonderer Part, denn wir spielen einfach mal eine Stunde Revierkämpfe mit meiner favorisierten Waffe und die wäre der NZ89. Mal schauen, was wir so reißen können. Außerdem ist auch mit am Start, allerdings nicht hier beim Kommentieren, sondern in der Lobby. Ich werde mal schauen, ob ich in so einen Kampf reinkomme. Und wenn nicht, gibt es jetzt einfach schon mal einen kleinen Schnitt. Los geht's auf dem Blauflossen-Depot. Das wird spaßig. Bin mal gespannt, was wir so Schönes reißen können. Wir haben Sniper. Ach, das sieht doch relativ gut aus. Der begibt sich auf seine Position und ich spiele mit dieser Waffe so richtig, richtig gern. Man kann einfach so offensiv spielen mit der Waffe. Es juckt einen einfach nicht, was so um einen rum passiert. An dieser Seite haben die Gegner anscheinend kein Interesse. Die sind alle auf die andere Seite gegangen. Da kommt jetzt einer. Alles klar. Okay, der hat ihn umgebracht. Es fängt schon wieder sehr gut an. Also ich bin echt gespannt, ob ich das so gut durchhalte, ohne absolut rumzubrüllen. Weil manchmal passieren da schon asoziale Sachen in Splatoon und ja, normalerweise spiele ich eigentlich auch nicht viel länger als so eine Stunde oder so. Okay, schauen wir mal auf die Seite hier. Da ist ein bisschen was los. Okay. Na, hier. Das ist Inferno weg und dann kann man hier gleich mal noch ein bisschen was einfärben, gleich hier am Anfang, weil so viel ist ja noch nicht los. Nee, mein Guter, das ist ein bisschen zu billig. Oh. Okay, der ist tot, aber ich muss aufpassen. Wo ist denn der? Irgendwer. Ich weiß zwar nicht wer, aber irgendwer war hier, ja. Der uns gerade schön versucht hat auszutricksen, der ist da oben. Ich hab dich mitbekommen. Oh. Hä? Wie zur Hölle bin ich jetzt gestorben? Was jetzt? Weggeglitscht oder Alter, was geht ab? Irgendwie sind die Server heute ein bisschen laggy, aber ansonsten ist ja alles in Ordnung. Okay, ich hab schon mal einen, ich sagte offensiv, los geht's. Schöne Miene, wow. Als ob. Wer hat's bitte nötig, mit so einer Waffe zu campen? Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Da sollte sich mal ein paar Freunde suchen. Ich hab dich doch gesehen, mein Guter. Schade. Den konnte ich nicht mehr retten. Aber was geht hier ab, bitte? Bisschen zu heftig, der ganze Shit hier. Aber wer hat's bitte wirklich nötig, hier zu campen? Ist wirklich traurig. Cool. Irgendwelche Opfer. Okay, zu zweit fühle ich mich sehr, sehr sicher hier unten. Und trotzdem wäre ich wahrscheinlich gleich umgemurkst. Und gewonnen haben wir es auf jeden Fall nicht. Doch, haben wir. Sieht gut aus. Richtig gut. Vielleicht könnte man auch mal einen Stream machen zu Splatoon. Einfach mal so ein bisschen was oder so. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall auch mal eine Idee. Aber jetzt ist erstmal hier eine chlorreiche Part 50 und eine Stunde Splatoon. Da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich dran denke. Was zur Hölle? Deswegen, er ist einfach weggeglitscht vorhin. Wahrscheinlich Verbindung verloren oder so. Wenn ich an die Upload-Zeit denke. Wird lustig auf jeden Fall. Nächster Kampf, los geht's. Und erneut das Blauflossendepot. Ah, das wird ja mal lustig, mal sehen. Wir sind wieder in derselben Gruppe wie gerade eben. Immer noch, irgendwie komisch, weil gerade irgendwie Verbindung weg war und alles. Aber okay. Naja, wir werden mal schauen, was das noch so wird. Also wenn es jetzt hier so derbe anfängt zu laggen und alles schlimm ist und keine Ahnung, da warten wir einfach mal ein bisschen ab und nehmen das an einem anderen Tag noch weiter auf oder so, aber ja, noch klappt's ja. Noch ist ja alles in Ordnung, hoffe ich. Na, das war's Fail, weil ich eigentlich gedacht habe, dass da einer
ein bisschen Hilfe braucht, aber war leider unnötig. Alles klar, wir sind zu dritt hier. Der steht da hinter der Ecke. Okay, nice. Mhm. Weiter schauen. Hier unten ist irgendwie auch nicht so viel los. Okay. Das war jetzt ein bisschen fail. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass der Splatling jetzt nicht so lange schießt, aber doch. Wäre auch ein bisschen insgesamt scheiße, weil die Waffe ist ja nicht so gut. Muss man sagen. So. Werden wir doch mal schauen. Vielleicht springen wir auch mal. Nee. Und fort, Alter, was geht? Wow. Ist schon wieder so ein Ultra-Lag. Das geht ab, ey. So. Ja, warum steht das jetzt nochmal da? Das ist doch jetzt schon 5 Jahre her. Da was zur Hölle geht hier ab, ey. Ich habe keine Ahnung. Ah, der ist noch da. Hä, den habe ich da umgebracht. Was zur Hölle? Den habe ich da umgebracht. Ja, ich habe gedacht, ich habe ihn umgebracht. Das war aber nicht so, leider. Gut. Akzeptiere ich, weiter geht's. Schnell weggehüpft. Aufpassen, nicht dass der hier einfach ankommt und mich wegsnackt. Wo ist er denn? Ich weiß es nicht, ob er jetzt tot ist, keine Ahnung. Oder verarscht mich nur. Der steht da oben. Ne, ist ein anderer. Stirbt der? Okay, den hat er weggesnackt und dann machen wir noch was so. Das ist ja bei... Ne, ist nicht bei uns drüben. Ich habe jetzt schon gedacht, die haben bei uns hier die Base eingenommen komplett. Aber war nicht so. Hier oben ist ja schon alles weg. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Punkte holen, aber das hat schon jemand vor mir getan und das sieht auch ganz wieder ganz gut aus. Ja. Warum auf jeden Fall ordentlich Punkte. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir dann am Ende des Parts haben. Wenn ich jetzt Rangkampf spielen würde, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser, aber ich denke doch, dass das schon ganz in Ordnung ist am Ende dann. Mal sehen. Weiter geht's mit dem nächsten Kampf und ich hoffe mal auf einer anderen Map. Nein, das Spiel enttäuscht mich. Immer noch das Blauflossendepot. Gut, ich meine, so schlecht ist es ja nicht, aber die Dekabahnstation gefällt mir schon besser und eigentlich möchte ich die auch endlich mal sehen. Und nun sind wir auch mal im Team. Das ist toll. Mal sehen, ob wir da ein bisschen was reißen können. Mal auswählen ist ja schon nicht schlecht, ne? Kommt uns hier schon jemand besuchen? Na klar. Das war schlecht. Das war so schlecht, so unglaublich. Und dann vor allem noch mit dem Junior-Kleckser. Der ist ja an sich eigentlich ganz geil. Oh, der ist hier unten. Alter, was geht? Ich habe gedacht, es ist genau andersrum. Aber nein, natürlich nicht. Okay. Gut. Ich finde mich damit ab. Ich muss mal zusehen, dass ich mein Tinferno jetzt langsam mal voll kriege. Dazu färben wir doch mal hier hinten ein bisschen was ein. Das war jetzt schlecht. Den überraschen wir jetzt von hinten. So kann das ja nicht gehen hier, ne? Oh, da oben ist irgendwie Bombe oder sowas. Muss man aufpassen. Okay, hier ist auch eigentlich auch eine beliebte Camperstelle, ne, hier so dahinter, weil ist ja klar, man kommt da einfach um die Ecke und pff, kann man ja nichts machen dagegen, ne.
Also hier ist ja aufgeräumt, aber da drüben sieht es leider nicht so toll aus. Bin ich mal gespannt. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt muss wirklich nur einer kommen und mich einmal kurz anstupsen hier und dann bin ich weg. Na klar. Was ist das denn für einer, ey? Das ist ein ganz schlauer. Ich weiß jetzt aber, wo du kämpfst, mein Guter, und deswegen mache ich dich jetzt alle. Alter, was geht bei dem denn schief? Was hat der bitte? Alter! Ist mal wieder sowas richtig Tolles. Du stirbst jetzt. Das war jetzt toll. Nice. Richtig nice. Aber was ist passiert? Wir waren, kann es sein, dass wir noch zu zweit waren oder so? Oder was ist jetzt hier los? Aber irgendwie haben die das ziemlich krass gewonnen. Und wir waren nicht so toll. Nö, bei uns waren alle da anscheinend, aber die waren nicht so gut. Vor allem mit dem Roller, da kann man doch nicht nur 200 Punkte holen. Das ist ja fast nicht möglich. Naja, was soll's. Danke. Spiel, vielen Dank. Die Dekabahnstation. Endlich. Hier gibt's, glaube ich, auch ein bisschen mehr Fläche zum Einfärben. Bin mal gespannt. Ich werde mich gleich mal ins Getümmel stürzen und zwar hier lang. Und gleich nach da unten schön. Aber vorher ein bisschen einfärben, Jorge. Dann machen wir doch mal. Hier sieht es ja relativ übersichtlich aus, ne? Die Gegner sind irgendwie auch noch nicht da. Oder alle da drüben. Okay. Schaut ja recht gut aus. Genau, gehen wir da hoch. Wow. Alter, das war ganz knapp an ihm vorbeigesurft. Das war sehr, sehr knapp. Viel zu knapp. Da kann man ja gar nicht. Wow. Schnell weg. Ich will dem nicht in die Hände fallen. Alter, wie hat mich die denn noch erwischt? Das kann doch nicht. Alter, Mann. Das wäre so gut gewesen, aber nein. Es war nicht gut. Ja. Als ob da oben in der Ecke einfach einer steht. Was zur Hölle hat der für ein Problem? Der hat das doch überhaupt gar nicht nötig. Warum muss man denn da campen einfach? Sowas ist doch sinnlos. Der ist so tot. Wenn der da noch da ist, ist der so tot. Okay, er ist nicht mehr da. Zur Hölle. Wow. Aufpassen. Ja, geh halt hoch jetzt. Okay, hier ist schon alles richtig ordentlich. Hinfort. Geht aber auch ein bisschen zu viel ab. Also rosa meine ich. Nicht so toll. Okay, noch einmal umgebracht. Das war richtig viele KD. Ah, hier sind unsere Leute. Alles klar, das haben wir dann doch wieder ganz gut gewonnen. Irgendwie ist dieses ganze Team, alle Leute, alle acht irgendwie so ein bisschen
Bisschen komisch. Es gibt anscheinend ein paar Noobs und wenn man die im Team hat, dann ist man am Arsch. Wow. Alter, das hatte ich auch noch nicht. Mit dem NZ 89 letzter, aber so viel habe ich auch nicht eingefärbt. Und beim Splatfest Shirt einen neuen Effekt. Und zwar Stärke Plus. Finde ich gut. Finde ich doch ganz gut. Anscheinend kommt jetzt nur noch die Dekaban-Station. Finde ich aber auf jeden Fall besser als das Blauflossendepot. Ach du Gott. Das wird eine lustige Runde. Zweimal NZEP, ich habe NZEP 89, dann zweimal Punkt 25, wie heißt das Ding? 52 Gallon. Und noch eine Rolle, hatten wir eine Rolle? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, ne. Auf jeden Fall auch noch eine richtig geile Schusswaffe. Und die anderen hatten drei Roller. Lass mich in Ruhe, meine ich. Ich laber echt nur Scheiße heute. Aber okay. Kommen wir einfach mal dahin. Wow. Das kann ja mal gar nicht sein. Dass der hier einfach so rüber gejumpt kommt, ja. Nee, das lasse ich mal nicht zu. Hier sieht es allgemein relativ gelb aus. Oh ja. Gerade der Typ mit der Schusswaffe kommt natürlich jetzt hierher und macht mich alle. Das ist ganz logisch. So geht das nämlich hier. Muss sein, dass sie ziemlich abgehen irgendwie. Wo ist denn der Typ? Tja, keine Ahnung, hat anscheinend schon mal jemand erledigt und darauf kommt es ja an. Eigentlich habe ich gedacht, das wird jetzt eine richtig easy Runde. Wow. Noch einer, okay. Ja, wenn die jetzt hier alle die ganze Zeit hier oben campen und alle hier versuchen lang zu kommen, ist ja nicht gerade so toll. Kommt da jemand? Nee. Dann gehen wir doch mal ganz easy hier in die Mitte. Und bringen damit keinen um. Haben aber trotzdem ganz gut Eindruck hinterlassen. Ich habe echt noch fast gar keine Punkte. Ist richtig schlecht. Dann gehe ich doch jetzt einfach mal auf Punkte so ein bisschen. Letzten 30 Sekunden. Oh Gott, wo kommt der her? Alter, wo kam der her? Zur Hölle. Nee, das machst du nicht, mein Guter. Da haben sie auch nochmal gut versucht, uns zu überrennen, aber das haben wir noch gerade so verhindert. Ja, Teamkameraden von mir habe ich jetzt eigentlich auch nicht so oft gesehen. Ich weiß nicht, woran das liegt in letzter Zeit, aber irgendwie ist das schon ziemlich komisch, aber naja, was soll's. Alles klar. Dann, nächster Kampf. Und erneut das Blauflossendepot. Mal gespannt. Dauert nicht mehr lange, dann kommen auch andere Maps noch. Es ist gleich 16 Uhr. Vielleicht ist es ja möglich, da ein paar schönere Maps zu bekommen als die beiden. Was haben wir denn schon länger nicht mehr gesehen? Was wäre denn mal schön? Eigentlich das Arowana Center, weil wir das jetzt nur kurz hatten mal im letzten Part. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, mal im Revierkampf mal wieder. Was wäre noch nicht schlecht? Sein Schüsser. Nice. Und trotzdem lasse ich mich treffen. Hä? Leute. Alter, wie das einfach so sauderbe leckt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was los ist.
Also ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht hier einfach irgendwo hinter der Ecke campt. Okay, nein, tut er nicht. So, da hoch will ich jetzt auch nicht unbedingt. Alter. Na, komm. Dass hier gleich wieder einer campt, ne. Oh, ist schon wieder rausgeflogen. Hab das gesehen, da gibt's sogar noch einen Soundeffekt für. Was zur Hölle? Wieder Verbindungen verloren. Tja, ich weiß nicht, was bei ihm los ist, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Wow! Alter, als ob. Ist der auch rausgeflogen? Nö. Okay. Irgendwie haben wir die Map gerade ganz gut unter Kontrolle. Ich weiß nicht, was hier gerade so abgeht mit dem anderen Team. Aber auf jeden Fall ist es gerade nicht so toll. Ah, was ist denn der hinter mir? Wo kommt der bitte her? Hinter mir war doch mein Teammate. Was zur Hölle? Das lasse ich auf keinen Fall zu, dass der hier aufräumt. Das wäre jetzt noch schön gewesen, wenn der mich noch umgebracht hätte. Aber wäre nicht allzu selten gewesen. Huiuiui. Das war knapp. Da hat mir irgendwer geholfen gerade. Ich weiß aber nicht wer. Ja, machst du das mal. Ich gehe eben hier rüber. Alles klar. Das zählt natürlich noch. Und dann schaut das echt geil aus hier. Uns. Tja, jo. Nicht schlecht. Nächste Runde würde ich sagen. Aber Auswin ist wieder rausgeflogen. Der hat jetzt sicherlich wieder. Alter, bei denen sind zwei weniger gewesen. Okay, dann ist es verständlich. Aber Auswin ist trotzdem noch ganz gut dabei mit seinen. Obwohl, 300 Punkte für einen Sieg, ne? Hm. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, und der Kabanstation. Auf geht's, auf ein neues. Mal sehen. Vielleicht machen wir das ein bisschen besser. Einfach mal. Zwei Eimer. Eimer mag ich ja immer nicht so, weil man mit denen auch gut campen kann. Obwohl ich mit dem 3-Aschwabber ja nicht so gut zurechtgekommen bin. Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Alle anderen schon, aber ich nicht. War auf jeden Fall nicht so erfreulich, die Runde. Naja. Was soll's. Das Ding senden wir direkt hier vor. Und ich konzentriere mich mal ein bisschen auf Punkte. Wow. Das war unser Sniper, alles klar. Mhm. Da kommt schon gleich so ein dämlicher Eimer. Da ist gleich der andere Eimer-Typ. Das ist schön. Da kommt schon wieder der andere Eimer-Typ, oder? Nee. Pinsel. Alles klar, ist auch nicht so toll. Jetzt schon gedacht, er holt den nicht. Wäre jetzt toll gewesen, auf jeden Fall. Ich ziehe mich mal eben ein Stück zurück. Wow, was geht hier? Unterstütz mal ein bisschen. Zack. So. Da passt er doch ganz gut hin. Schauen wir mal eben nach hier oben. Hier campt jetzt bestimmt wieder einer. Nee, schaut noch gut aus. Na. Den lasse ich einfach mal dort und hau ab. Wow. Schnell hinfort. Nicht, dass der uns jetzt hier noch wegholt. Möchte ich nicht. Wäre ein bisschen unnötig. Reiße dich zusammen. Ja, okay.
Das war jetzt ein bisschen unnötig, der Tod, aber ansonsten. Irgendwie haben die nicht so wirklich eine Chance, ne? Ist das der erste Tod heute? Also in diesem. Auf dieser Map, ja, ne? Hab ich vorhin schon mal verreckt. Bin mir gerade echt nicht sicher. Nice one. Okay, ich mache erstmal eben mein Inferno. Und knöpfe dann den Typen hier oben vor. Das ist aber jetzt schon wieder der Typ mit dem. Pinsel. Der tut mir ein bisschen leid, aber ansonsten. Oh, scheiße. Das haben wir verloren. Tatsächlich haben wir das verloren. Das ist krass. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wenn auch knapp, aber doch. Respekt, auf jeden Fall. Schon krass. 843, 5-1. Das ist tatsächlich, ich bin nur einmal gestorben. Der andere unter mir, der war noch ein bisschen besser. Das war auch der Sniper. Wenn man sich da irgendwo hin verschanzt, dann ist das ja gar nicht so schlecht. Na gut, nächster Kampf. Und dann geht das weiter auf dem Puncarsio Skate Park. Es ist mittlerweile 16 Uhr durch und ja, wir haben eine neue Map. Und wir haben zwei Sniper im Team, was ich nicht so toll finde. Die Map an sich ist schon geil, die andere ist die Tümmler-Kuppel, das ist natürlich auch nice. Oh Alter, wie das richtig da drüber gesurft ist, ey. Richtig heftig. Oh, die haben Sniper, das ist natürlich nicht so gut. Ach komm, reiß dich zusammen, ey. Hä, wo ist der andere jetzt? Der war doch hier gerade auch noch, oder? Das war doch jetzt einer mit einer Schusswaffe. Lol. Naja. Ist ja egal. Hallo, Oswin. Als ob der jetzt hier einfach mit dem Ding langkommt, Alter. Und mich vor allem nicht mitkriegt und nicht holt. Und nicht überhaupt gar nichts macht mit mir. Ja. Eben dahinter in die Ecke. Wo sollen wir den mal lang? Ich brauche noch ein paar Punkte auf jeden Fall. Hier drüben ist unser Sniper. Okay, da oben ist unser anderer Sniper. Dann passe ich mal ein bisschen auf den auf. Das war nice. Und wo sind unsere Leute und wo sind die anderen und überhaupt? Wir gehen mal auf die Suche. Also bei uns sind die Gegner schon mal nicht. Okay, wenn die mich schon gesehen hat, dann hätte sie doch aber auch... Ach, egal. Ich sag einfach mal nichts und sende eben mein Inferno ab. Keine Ahnung, wohin, einfach hier so. Das war eine schlechte Idee. Das war, glaube ich, der gegnerische Sniper. Also gut, dass ich abgehauen bin. Das ist unsere. Da war doch gerade jemand. Ich hab dich schon gesehen, mein Bruder. Ja, dich habe ich nicht gesehen. Leider. Naja, der Medusa-Klecks-Roller wurde früher mal ziemlich oft verwendet. Nee, meine Gute. Nee. Das klappt so nicht, aber ich glaube, ja, das ist schwierig. Aber wir sollten es, glaube ich, schon gewonnen haben. Alter, 1,4%, aber ja. Ist doch ganz in Ordnung. Auf jeden Fall. Und außerdem ist mir mal wieder rausgeflogen. Da, wieso? Wieso fliegt er die ganze Zeit raus? Ich frage mich echt, was da los ist.
Trotzdem stark, dass er immer Punkte kriegt und trotzdem stark, dass sie das auch gewonnen haben, ne? Wieder der Pungasio Skate Park, aber da habe ich natürlich nichts dagegen, weil das ist eine klasse Map, die gibt's auch schon so lange. Irgendwie habe ich nur gegen die ganz neuen Maps was, weil die Schollensiedlung und die Makrelenbrücke, das sind ja eigentlich die neuesten Maps mit. Gut, Camp Schützenfisch, das finde ich aber geil und was ist es noch? Eine neue Map, keine Ahnung. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so toll. Ich weiß nicht, was da jetzt los war. Ich glaube, was ist denn jetzt hier? Egal. Na, damit kriegst du mich nicht, mein Guter. Wow, ach, das ist ein Sniper auch noch. Da lohnt es sich doch mal, hier was hinzusetzen. Ah, schön daneben gesnipert. Okay. Der ist weg. Hier ist auch nichts weiter. Wow, als ob. Wo kam der denn her? Hä? Was zur Hölle? Na egal. Das ist alles im Loot. Glaube ich zwar nicht eigentlich, wenn ich mir das hier so angucke, aber okay. Er schreibt hier cool zur Hölle. Okay, der Sniper ist natürlich nicht so toll, dass der hier so auf freiem Fuß ist, weil der kann mich hier natürlich schön runterholen. Auch mitten bei denen rein so ein Ding hier. Läuft auf jeden Fall. Okay, nice. Scheiße, ich muss weg hier. Das hat er bestimmt auch nicht erwartet jetzt. Schnell weg, schnell weg. Ich will jetzt nicht noch so unnötig von dem Sniper getötet werden. Wow. Das ist aber echt nicht so gut, kann das sein? Scheiße. Wo ist der denn? Wow, Alter, knappest, was weiß ich, in my life. Oh, ach, keine Ahnung, was ich hier rede. Okay, wenigstens habe ich ihn auch geholt. Eigentlich ist es ein bisschen schade, weil ich gerade schon wieder schön mein Tinferno hatte. Aber wir müssen noch ein bisschen was holen, Alter. Wir müssen noch was reißen, weil hier ist. Wir sind gerade echt am Verlieren. So halb zumindest. Also es ist sehr ausgeglichen. Also jedes Ding zählt. Nee, haben wir verloren, weil irgendwer noch bei uns in die Base reingekommen ist, hier drüben. Was ziemlich schlecht war, weil da hatte ich ja gerade das aufgeräumt. Also eigentlich hatten wir es gewonnen, aber weiß ja nicht, was da los war. Also ist diesmal nicht rausgeflogen, wow. Aber ja, er kann ja nichts dafür. So, jetzt haben wir auch bald wieder die Effekte für den nächsten hier. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Gut, schauen wir doch mal, ob wir jetzt die Tümmlerkugel an den Start kriegen. Ja, sieht gut aus. Tümmlerkugel, los geht's. Das ist ja auch eine geile Map. Die ist zwar auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die gleich mit dem Arowana Center ist. Kann es sein, dass die zusammengekommen sind? Schon, ne? Okay, mal sehen. Ist auf jeden Fall eine coole Map. Da werden wir noch mal sehen, ob wir hier was reißen können. Ich lade eben noch auf schnell und dann gehen wir auf jeden Fall mal hier lang. Er klappt aber nicht, dass der jetzt von hier bis zu mir rüberkommt. Naja, fang nur an da mit deinem. Sowas, mit sowas brauchst du gar nicht erst kommen. Komm, Hagel. Was? Was hat der denn gemacht? Hä? Was? Alter, wie weit? Ich stand ewig weg von ihm.
Und er kommt einfach um die Ecke, schießt einmal und ich bin einfach weg. Was ist das denn? Alter, wie ich das einfach nicht treffe. Was? Alter. Wie schlecht einfach nur. Okay, das gerade mit Oswin, das war ein unfairer Tod, aber das hier, das war auf jeden Fall gerechtfertigt. Wow, als ob ihr einfach... Was? Was geht bei denen denn schief? Dieser scheiß Schwapper, bei mir ist der so scheiße, wenn ich den spiele. Und die... Ja, kill, 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 kill. Wahrscheinlich eine zu 0 KD am Ende, Alter. Ich wollte eigentlich noch gar nicht runterkommen. Ich weiß, dass der hier irgendwo campt, aber okay. Kommt wahrscheinlich wieder gleich irgendein Assi an hier. Das sag ich ja. Ich habe einfach keine Chance. Was zur Hölle? Ich kann einfach nichts machen. Okay. Hier oben schön. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, hier oben ein bisschen was zu machen. Na, ja, kann sie gerne versuchen, aber ich muss jetzt erstmal weg hier. So, schön wieder aufladen. Ja, natürlich. Kommt der wieder an mit seinem dämlichen Schwapper und macht mir einfach weg. Das ist wirklich sehr, sehr toll von ihm. Und ich sehe auch wieder nirgendwo meine Teamkameraden, was auch richtig toll ist. Als ob der einfach noch das schafft, seinen dämlichen Schild zu nehmen. Ich schieße ihn einfach ab, dreimal, viermal, bam, alles nichts. Wirkt einfach nicht bei dem, irgendwie. Keine Ahnung, was der hat. Natürlich, genau so ist das. Auf jeden Fall. Alter, hätte ich jetzt wenigstens einen von denen getötet, hätten wir gewonnen. Aber nein, das Spiel wollte es natürlich nicht. Alter, was zur Hölle ist das für eine Scheiße, bitte? Unglaublich. Ja, da ist mir sogar der Punkasio Skatepark lieber. Aber wir kommen runter und probieren einfach irgendwas hinzukriegen. Ja, mal sehen. Irgendwie ist das schon wieder alles buggy hier. Wow. Na gut. Ich hoffe mal nicht, dass das alles so bleibt. Das wäre jetzt wieder fail gewesen, zwar absolut. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch gleich noch weg. Weil es wieder so buggy ist. Oh gut, wenn du da lang gehst. Ja, okay, das hat er sich jetzt wahrscheinlich auch gedacht. Alles klar. Alter, wenn der da oben campt, warum ist der dann nicht schon lange runtergekommen, Alter? Was geht denn bei dem? Naja. So, ich gehe mal wieder ein bisschen auf Punkte. Und schauen doch mal, ob das alles klappt hier. Anscheinend ist irgendwie das andere Team nicht so gut, oder? Das sage ich jetzt wieder so und dann verlieren wir gleich. Oder irgendwas stimmt mit denen nicht, keine Ahnung. Ob die jetzt wieder einen zu wenig haben, ich weiß es nicht. Na, hochkommen tust du nicht zu mir. Das war jetzt wahrscheinlich eine Fehlentscheidung. Klar. Ich schieße ja nur die ganze Zeit auf ihn, aber er muss ja nicht sterben. Er ist ja einfach nur geschützt, so. Ganz easy. Wenn ich nicht aufnehme, mache ich das auch immer so. Einfach nicht sterben. Obwohl ich abgeschossen werde.
Ist richtig cool. Also, wenn man dann auch noch irgendwie die Leute danach irgendwie sieht. Ist richtig cool. Macht übelst Spaß. Als ob du mich wieder umbringst, Mann! Und dann ist auch noch dieser scheiß Camper mit seinem hässlichen Blaster, der ihm nichts bringt. Oh Gott. Ich werde doch echt nur umgebracht, ey. Das ist doch schlimm. Wie will ich denn da vernünftig spielen? Ich hab dich schon gesehen, mein Guter. Das ist so scheiße einfach nur. Aber wir sind Gott sei Dank da mitten drüben irgendwo. Ja, es ist toll, dass der Supersprung so 50 Jahre dauert einfach. Richtig toll ist das, aber gewonnen haben wir's. Oh mein Gott. Irgendwie sind diese Runden absolut verstörend und komisch, aber... Naja, was will man dagegen tun? Passiert halt immer mal. Wow, 1009. Und wir hatten auch wieder einen, der rausgeflogen ist und die anderen hatten einen weniger. Das ist toll. Alter, was passiert hier bitte? Es ist so unglaublich. Und im nächsten Kampf steigt mal eine Stufe auf. Ja, okay. Mal sehen, ob das jetzt ja besser läuft. Aber ich hoffe es einfach mal. Ich gehe einfach mal davon aus. Gleich schon von Anfang an. Ich gehe davon aus, dass das einfach besser läuft. Die anderen haben Level 50er im Team. Das ist natürlich nicht so schön, aber... Naja, nichts aber. Die haben auch Oswin und sie haben auch einen... den gutmischen Typen mit dem Schwapper. Ist alles drei ist nicht so toll. Alter, das schießt noch. Was zur Hölle? Einfach 5 Sekunden nachdem ich ihn umgebracht habe, schießt er einfach noch. Oh, cool, da kommt jetzt einer von unserem Team schon rüber. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Aber alles klar. Irgendwie kommt ja einer mit irgendwas. Alter. Okay. Guter Kampfausgang. Unentschieden ist immer, einfach immer gut. Und gerade beim Dualblatscher SE, weil der ist echt mega geil. So, direkt den Schaden wieder beseitigen. Hier wollte einer cool sein und hat sich da immer bei uns hier oben eine schöne Bombe hingelegt. Das ist, wie es aussieht, der da. Irgendwen habe ich umgebracht. Muss echt ein bisschen aufpassen, aber... Das ist eigentlich eine geile Position hier, ne? Wir können von hier aus einfach immer wieder alles umbringen. Okay, er ist schon tot und ich muss hier nur abwarten. Ich kann, wenn es sein muss, mal mein Tinferno hintun. Kann man teilweise noch hier rüber gehen, obwohl man glitscht da einfach meistens rüber, wo man noch gar nicht rüber will. Das passe ich jetzt immer ein bisschen besser auf. Und ich stelle mich wieder hier oben an meine Position, wo man von der aus echt gute Scheiße machen kann. Alter, der scheiß Sniper regt mich schon ein bisschen auf da an der Seite. Aber so viel kann ich hier oben auch nicht ausrichten. Okay, also so kriegt er mich auf keinen Fall. Aber wir gewinnen hier so auch nicht. Von daher gehe ich jetzt einfach mal wieder Offensive. Ich habe auch noch keine Punkte. Obwohl, doch, habe ich eigentlich ganz gut. Womit denn? Ich habe bis jetzt absolut gar nichts geholt. Beschissener Sniper. Alter, was zur Hölle. Richtig schön verloren, aber es lag wahrscheinlich daran, dass ich die ganze Zeit da gecampt habe. Also das nützt dem Team absolut gar nichts, wenn man campt. Hier ist der lebende Beweis. Fertig ist. Aber Punkte geholt habe ich trotzdem. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe Punkte geholt. 858. Und bin damit Dritter.
Alles klar. Neue Effekte bei Schuhen und Maske. Okay, ist beides relativ geil. Und wir machen weiter. Erneut die Tümmlerkuppel. Dann werden wir doch jetzt mal sehen, ob wir hier noch mehr holen können als gerade eben. Aber irgendwie sind wir bis jetzt erst einmal im Team gewesen. Oder zweimal, wenn es hochkommt. Ne? Kann das sein? Irgendwie nicht so toll. Naja. Ich gehe eben noch hier unten und schau mal, was hier jetzt so abgeht. Ich hau mal eben ab. Alter, was geht hier ab? Ja! Wo kommt das denn hier? Achso, da, okay, da ist jemand gewesen. Ja, gut. Wo soll es auch sonst herkommen? Aber schön, einfach mal gestorben, komplett sinnlos. Naja. Und gerade hatte ich wieder mein Tinferno. Habe ich immer noch. Oder wieder. Wo ich nicht viel geholt habe. Schon wieder irgend so ein Assi, ja. Okay, schauen wir mal ein bisschen nach da drüben, das ist auch nicht schlecht. Okay, da oben ist jemand von uns gestorben. Wow, das war mega knapp, mein Guter. Okay, wenn du da oben bist, schaue ich mal auf die andere Seite hier. Schön, dass das hier so eine Kurve macht. Wow. Ich hau ab. Schön einfach den anderen sterben lassen. Okay, die sind alle gestorben. Jetzt erstmal mein Inferno absenden. Wieder schön auf die andere Seite. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen vorsichtiger. Ein bisschen vortasten. Okay, das war jetzt Zufall. Würde ich mal sagen. Wow, als ob. Alter. Der ist aber auch die ganze Zeit nur da hinten in der Ecke, ne? Und ja, genau, klar. Wie bin ich gestorben? Wie? Sag mir bitte, wie ich gestorben bin. Das war jetzt so nicht möglich. Wie ich gestorben bin. Das ist gar nicht, das kann gar nicht sein. Ich bin links neben der Tinsuka gewesen. Naja, gewonnen haben wir's. Das zählt und da rege ich mich jetzt einfach nicht weiter auf. Fertig ist. Ja. 1070 ist ganz in Ordnung. Ausgeglichene KD, ja, ach. Das passt schon. Und auch beim Sludgefest-Shirt gibt es einen neuen Effekt. Und zwar, ja, das ist in Ordnung. Gut, weiter geht's. Ja, das gefällt mir doch schon wesentlich besser. Ja, irgendwie ist der Punkasius Geldpark schon einer meiner Lieblingsmaps, aber es gibt auch noch andere gute. Beispiel Bones in Nautilus oder so. Auch das Arowana Center finde ich eigentlich auch geil. Und ja, schauen wir doch mal. Das war toll von ihm. Alter, wie er einfach leckt. Was zur Hölle? Wie er einfach mal 20 Meter gesprungen ist. So, drüben schön die Base rein. Perfekt.
Wer war das? Ah, der, okay. Ah, ne, der. Oh, ja. An jeder Ecke sind hier die Gegner. Aber ist auch irgendwo klar. Der leckt irgendwie auch ein bisschen, kann das sein? Jetzt habe ich zwar nichts gesehen, aber trotzdem geholt. So. Easy going. Ach, geh weg. Wer war das jetzt? Ach so, ja klar. Hat wieder geleckt. Einfach, was geht denn ab? Alter, nur, aber auch nur bei Ostwind, ne? Kann das sein? Richtig gruselig ist das. Er kann mich gar nicht erwischt haben, hat es aber trotzdem getan. Okay, das war nice. Hat er jemanden umgebracht damit? Alter, was? Alter, die mit den Pinseln, was geht bei denen einfach schief? Wenn ich einen Pinsel benutze, dann ist es, kann ich gar nichts damit machen, einfach weil der einfach scheiße ist. Aber dann kommt sowas und dann ist die Welt wieder toll. Nein, ist sie nicht. Ist richtig beschissen auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie die das machen. Ja, genau das meine ich. Alles klar. Ach, das ist wieder toll und da ist der blöde Typ wieder. Oh, sehr gut, tolle Boje. Was mache ich? Ich bin wahrscheinlich jetzt, sterbe ich gleich auch noch. Einfach so ein Ultra-Lag. Okay, wir werden gerade alle geröstet von dem Typen da oben auf dem Turm. Na klar. Wann hat er mich bitte getroffen? Na egal. Haben es auch so gewonnen. Ist alles noch in Ordnung. Tja, mal sehen, wie es noch so weitergeht. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht. Ich muss ja noch rausschneiden und alles. Also ich habe mir jetzt nicht wirklich einen Timer gestellt oder irgendwas. Seht zwar, wie lange wir aufnehmen, aber naja. Also zwei oder drei Kämpfe werden noch kommen, denke ich mal. Da schauen wir doch mal. Mir ist irgendwie selbst aufgefallen, dass ich ein bisschen wenig rede. Kann das sein? Irgendwie, naja. Ich meine, so lange habe ich auch noch nicht am Stück aufgenommen. Also schon, aber immer mal mit so kurzen Pausen, wo man vielleicht mal ja irgendwas machen kann. Aber so jetzt in der Form noch nicht. Oh, ultra lag gerade. Alter, was geht nur ab? Irgendwie gruselig heute. Was ich gut finde, ist, dass wir hier diese schöne Farbe haben. Warum treffe ich den nicht? Ja, ich bin auch gleich tot. Pass auf. Ja, genau. Alter, was geht nur ab? Was ist zur Hölle los da? Ist richtig krass. Richtig krass ist das. Ich weiß nicht, was los ist. Naja, aber eigentlich, wenn es nur bei Ostwind ist, dann muss es ja an ihm liegen. Ob er da gerade irgendwas was anderes noch macht oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie liegt es an ihm. Oh, scheiße. Sich richtig nice darunter gestürzt. Oh. Wo kam das denn jetzt her? Egal, ich weiß nicht, was ich machen soll. Doch, wo kommt das denn immer her? Hier ist doch gar keiner. Wo kam das jetzt hier? Achso, von der Orke. Gut, das kann ich auch verstehen. Das habe ich jetzt auch noch gerade so gesehen. Aber bis jetzt, die Tode, die waren alle nicht so toll. Alter, was glitscht der denn da oben so rum? Alles klar. Glitscht der immer noch so rum oder war das der? Ich weiß es nicht. Aber okay. Gut, mal sehen, was können wir denn machen. Wir müssen mal weiter nach vorne. Ah ne, jetzt ist bei mir auch lag oder bei ihm oder keine Ahnung was. Weil den habe ich jetzt eindeutig umgebracht und es steht nicht da. Da, was ist denn da wieder los?
Ach, der Typ wieder, ja. Mit diesem Ding, das ist schon heftig. Der Dual Bludger SE, das ist schon eine geile Waffe, die auch viele Leute nehmen. Scheint auch echt gut zu sein, aber naja, ach, egal. Ich sag mal egal, die ganzen Tode, alles wurscht. Hier oben waren wir heute auch noch nicht. Also die Runde werden wir auf jeden Fall verlieren. Alles klar. Natürlich haben irgendwie habe ich immer das Pech, dass meine Gegner, wenn ich mal in irgendeinen Kampf gerate, dass sie immer ihre scheiß Spezialwaffe voll haben. Das ist einfach so behindert. Und der andere Typ. Siehst du, schon wieder. Schon wieder, einfach schon wieder. Der hat mich, der kann mich noch nicht mal gesehen haben. Er ahnt einfach, wo ich bin und macht. Ja, klar. Bitte, fertig aus. So sinnlos, ganz ehrlich. Sowas hasse ich einfach. Solche Momente, wo du da denkst, oh scheiße, wie unfair ist das denn bitte? Scheinen wir aber doch gewonnen zu haben, weil wir irgendwie übelst heftig bei den Gegnern drüben aufgeräumt haben. Boah, was war denn da los? Weiß ich nicht. Ja, A-Punkte jetzt nicht so gut und KD irgendwie, Alter, was geht bei mir schief? 1-6, was zur Hölle, wir sind wieder rausgeflogen. Was zur Hölle? 1-6. Ich wäre irgendwie immer schlechter, kann das sein? Letzter Kampf auf der Tümmlerkuppel. Ich glaube, bis jetzt haben wir hier nur verloren, kann das sein? Dann hoffen wir doch mal, dass der letzte Kampf ganz gut wird und dass wir da jetzt mal was reißen. Wir sind jetzt tatsächlich zum dritten Mal von 25 Kämpfen im Team. Was richtig toll ist, muss ich sagen. Finde ich echt gut. Und ja, mal sehen, was da so wird. Da drüben ist jemand Nettes, der sich gerne mit mir treffen möchte. Ich allerdings nicht mit ihm. Jetzt kommt natürlich darauf an, was der für eine Spezialwaffe hat. Das konnte ich jetzt gerade nicht ausmachen. Keine Ahnung, einfach mal auf die Base, fertig ist. Okay, ich hätte weitermachen sollen. Ich habe aber gedacht, der hat mich jetzt schon gecheckt und bringt mich gleich um. Aber war tatsächlich ganz gut. So. Schauen wir doch mal, wo sind denn hier alle? Das Ding bringt mich natürlich um. Achso, der gehört gar nicht zu uns. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, wo hier ein Gegner ist, worauf die überhaupt schießen. Weil der total im Orangenen stand und eigentlich auch orange aussah. Und dann schickt er da einfach mal ein paar Bomben weg, dass ich gar nicht mitkriege, was da abgeht. Ich muss mich echt mal ein bisschen zusammenreißen, mal ein bisschen aufpassen. Hallo? Hallo, mein Guter. Damit hat er anscheinend nicht gerechnet. Aber es war auch ein bisschen böse. Ich bin ja praktisch bei denen ihrer Base. Ach, nice. Dich habe ich gesehen. Dich habe ich auch gesehen, aber du bist bei uns. Okay, hier können ja eigentlich von denen gar nicht so viele herkommen, außer von hier hinten, ne? Hier war irgendwie auch noch keiner. Ja, natürlich! Wie lustig! Echt lustig! Okay, Alter, was geht hier ab? Toll, dass sie hier alles eingefärbt haben. Ja, ist wirklich toll. Schön bei denen noch hin. Ach, das war knapp. Den fast noch umgebracht. Das wäre jetzt auch peinlich gewesen, wenn ich den noch umgebracht hätte. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Für den letzten Kampf auf jeden Fall würdig. Ja. Sogar unter 30% haben die Gegner. Das ist ja nicht so toll.
1125 Punkte wirklich würdig verabschiedet. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diesen Part. 50 Parts Platoon ist schon echt krass. Also ich weiß nicht, ob wir die 100 schaffen. Aber falls wir dann so bei 85 oder sind, dann mache ich die 100 auf jeden Fall noch voll. Also ich will ja alle Waffen zeigen, aber das müsst ihr dann langsam wissen. Es wird auf jeden Fall noch ein lustiges Let's Play. Ich muss mir dann allerdings was für den 100. Part einfallen lassen, weil, naja, keine Ahnung. Einfach so halt. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn es gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaltet beim nächsten Part wieder ein, dann sind es aber allerdings nur noch 25 Minuten maximal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.